Okay, wenn du alle Eidechsen fangen kannst, ohne dabei drauf zu gehen und bevor die Zeit abläuft, könnte ich vielleicht noch ein Ei rausrücken. Es wird aber nicht einfach. Okay, ohne hinzufallen haben wir eben gerade geschafft. Nur halt, das mit der Zeit. Wie viel haben wir denn? 2 Minuten? Hallo? Ich möchte das gerne machen. Ich dachte eigentlich... Darf ich das? Hol sie dir, Spyro! Ja, ist ja gut. Ja, lustig, dass ich den nochmal extra deswegen anschwätzen musste. 3 Minuten oder sogar. Scheiße! Das wäre so gut gewesen, ne? Okay, das war gut. Nehmen wir hinten noch einen. Ich glaube, den mache ich zuerst und gehe dann die Schräge hoch. Okay, wir dürfen ja auch über einen Haufen fahren. Das ist auch sehr gut. Ich muss das jetzt... Oh, wie schön. Ja. Ob der bei X direkt springt oder wenn wir X loslassen, das habe ich immer noch nicht so ganz herausgefunden. Okay. Der springt direkt. Nein, ich bin dran vorbei. Man hat vielleicht meine hektische Drückerei gehört. Möglicherweise. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich vorher nicht X drücken darf, sondern erst beim wirklichen Abspringen. Wir sind ja hier nicht bei Tony Hawk, ne? Eigentlich total. Ja, was frage ich überhaupt? So, machen wir erst oben das oder machen wir erst unten? Machen wir mal erst oben, das war das ist beschissener. Man konnte es ja mal probieren, ne? Das war böse. Wo ist der? Der stand da eben noch. Okay. 3 Stück. 1, 2, 3, ja. Das ist da nach rechts und dann hinten in der Halfpipe nochmal. Und dann noch der eine, der da hängt. So. Ich meine, hier ist es auch nur, um die Punkte zu holen. Oh, ja, das war knapp. Punkte zu holen, gibt es hier, glaube ich, nur noch einen Könnerpunkt. Sehr schön. Wow, das war cool. Und sieh nur, da ist tatsächlich noch ein Ei in der Eidechsenhöhle. Mhm. Daisy. Jetzt kannst du versuchen, den Streckenrekord zu brechen. Immer wenn du auf ein Skateboard steigst, wird eine Stoppuhr gestartet. Hol so viele Punkte wie möglich, bevor die Zeit um ist oder du stürzt. Viel Glück! Oder du stirbst. Aber wir holen jetzt erstmal Edelsteins, weil die irritieren mich sonst nachher wahrscheinlich. Ja, da hinten waren auch noch welche. Ja. Ey, Sparks, du bist auch so... Was kannst du überhaupt?
So, hinten jetzt noch. War das dann alles? Nee, da ist noch einer. Also die Fähigkeit, dass wir mit Sparks uns Sachen anzeigen lassen, die kriegen wir, glaube ich, erst ziemlich am Ende. Okay, dann würde ich sagen, lege ich mich jetzt mal auf die Fresse. Achso. Das muss jetzt nicht ernsthaft ablaufen, oder? Aufgeben? Ah, super. Okay, ich möchte aber nicht hier starten, sondern da oben, weil da hat man einen viel besseren Anfangspunkt. So. Ich weiß nicht, ich glaube 10.000 oder so brauchen wir. Ich weiß... Okay, so nicht. Ich muss halt jetzt wirklich nochmal gucken, wie das hier mit der Steuerung ging. Tut mir leid, dass ich gerade so total unwissend bin. Ah, Dreieck, alles klar. Gehen wir wieder auf Aufgeben, laufen wir wieder da oben hin. Ich glaube, das war nur Dreieck. Oder? Kannst du mir dazu noch mal was sagen? Jetzt kannst du versuchen. Nö. Okay. Ein Flip rückwärts. Mhm. Ich fange super gut schon an. Oh, ich... Das ist so peinlich, ne? Hier oben war ich noch gar nicht, fällt mir gerade auf. Das war schön. Man kann ja auch einen Nasty Nork machen. Ich weiß nur nicht, wie der funktioniert und der gibt richtig Asche. Oder waren das hier nur 5.000? Ich muss da erstmal drauf klarkommen, ne? Wie dieses Spiel gespielt wird. Oh, da ist noch ein Edelstein. Schön, dass der gewertet wurde. Das Physik. Ich versuch's, ich hoffe einfach mal, dass nur 5.000 hier sind, ne? Nein! Warum heißt das Ding eigentlich überhaupt gedrehte Limone? Stimmt, Flips können wir ja auch noch machen. Total verpeilt. Eieiei. Die Punkte geben halt... Je öfter man die macht, weniger Punkte.
Die Punkte? Die Tricks meine ich natürlich. Das war, den hätte man aber schon landen können. Also. Man hätte es ja probieren können, ne? Ah, super. Das war einfach nur den Rekord brechen, das ist schön. Das ist schön. Und 5000 haben wir auch hingekriegt. Oder wir mussten 5000 machen, ich weiß es nicht. Und das hört schon gar nicht mehr auf da unten zu zählen. Doch, jetzt hat's aufgehört. Super! Haben wir ja auch schon den Körnerpunkt geholt. Das heißt, wir können das Level jetzt mit gutem Gewissen verlassen, weil wir alles geholt haben, was wir können, denke ich mal. Also ich schätze mal, dass wir alle Edelsteine haben, die wir holen können. Gut, dann ab nach Hause. Und dann können wir da auch schon das nächste Level betreten. Gibt's aber keine kleinen Videos mehr, ne? Sieht nicht so aus, ne. Schade eigentlich. So, Level geschafft. Ja, ich weiß. Wir können, glaube ich, schon Sheila freikaufen. Ich kriege ein Vermögen dafür, Sheila das Känguru unter Verschluss zu halten. Dieses nervige Tier muss der armen Zauberin ganz schön viel Ärger gemacht haben. Nun, ich könnte das Känguru aus Versehen entkommen lassen, wenn du mir, sagen wir mal, eine kleine Gebühr bezahlst. Gegen ein kleines Entgelt. Jo. Ah, Spyro, wie herrlich naiv du bist. Deine Gutherzigkeit könnte dich eines Tages auf den Kopf kosten, doch im Moment macht es mich nur reich. Schön. Hey, ich hoffe, du weißt diese Gefälligkeit zu schätzen, dass ich dich rauslasse. Das ist nett von dir, Kumpel. Schwamm drüber, ja? Richtig, schließlich mache ich nur meine Arbeit. Ja! Ich schätze, du bist einer dieser Drachen. Ja, heißt Spyro. Hätte nie gedacht, einen zu treffen. Ihr Drachen habt mal diese ganze Welt regiert. Dann seid ihr plötzlich verschwunden. Puff! Drachen lebten hier? Hast du nicht gewusst? Man sagt, es ist über 1000 Jahre her. Und dann verschwanden sie. Ja, und das Unheimliche ist, nachdem sie weg waren, verschwand auch die ganze Magie aus dieser Welt. So als ging sie mit ihnen. Ich meine, man sagt, diese Welt war früher magisch. Fliegende Schiffe, singende Wälder, Wunschsteine und so. Aber als die Drachen weggingen, hörte das auf. Und deshalb funktionieren einige der Tore nicht? Ja, sie fingen auch an zu erlöschen, eins nach dem anderen. Nun, ich sollte mal nach Hause gehen, Schadensprüfung machen. Kannst mich jederzeit besuchen. Das Abenteuer geht weiter. Dann machen wir jetzt direkt das Level von Sheila und danach gehen wir wieder zurück in Villa Sonne, um da auch alles fertig zu kriegen. So, Sheilas Alm. Ich mag übrigens Sheila nicht. Ich mag eigentlich so gut wie jeden Charakter, den man hier spielen kann, nicht. Fast jeden Charakter. Dann gibt es einen, den mag ich. Ja. Ich glaube, die PlayStation hat sich aufgehangen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ich starte mal neu. Hat er zum Glück eben gespeichert, hoffentlich.